Zinken- und Fräsrotoren sind Universalgeräte. Nach den Kreiselecken zählen sie zu den wichtigsten Geräten, die zur mulchenden Stoppelbearbeitung, zur schonenden Saatbettbereitung und zur problemlosen Zwischenfruchtbestellung eingesetzt werden können. Rotoren erfüllen die Forderungen der modernen Landwirtschaft nach einer weitgehend boden- und witterungsunabhängigen und möglichst exakten Bodenbearbeitung. Das Rabewerk baut Zinken- und Fräsrotoren mit verschiedenen Arbeitsbreiten in drei Ausführungen. Der LR ist für Schlepper bis 110 PS geeignet, der R für Schlepper bis 130 PS und der SR für Schlepper bis 200 PS. Wenn der Boden sich durch garefördernde Vorfrüchte in einem optimalen Zustand befindet und die Witterung es zulässt, kann auf den Einsatz des Pfluges verzichtet werden. Jetzt können die Rabewerkrotoren R und SR mit vorgebauten oder integrierten Lockerern auf den abgeernteten Feldern zum Einsatz kommen. Ihre nicht wendende, aber tief lockernde und flach mulchende Arbeit reicht unter solchen Umständen aus, um den verdichteten Boden aufzubrechen und die Ernterückstände flach einzuarbeiten. Der durch die flachliegenden, breiten Lockerungsschare aufgebrochene und nach oben gedrückte Boden wird samt Strohauflage von den Rotorwerkzeugen sofort zerkleinert und gemischt. Dadurch wird weniger Schlepperleistung benötigt. Da die Lockerer sehr dicht vor der Welle angebracht sind, ist außerdem die Verstopfungsgefahr extrem gering. Außer mit Mulch- und Winkelmessern können alle Rabewerkrotoren mit den neuartigen Meißelzinken ausgerüstet werden. Durch die besondere Form und die lange Schneide ist der Meißelzinken sehr stabil. Die Zinken stechen steilstehend in den Boden ein. Mit geringem Kraftaufwand kann so eine bessere Krümelung und Mischung des Bodens erreicht werden. Bei allen Rotoren kann durch Umstecken von Wechselrädern im Mittelgetriebe die Umdrehungsgeschwindigkeit der Werkzeuge an unterschiedliche Bodenzustände und Fahrgeschwindigkeiten angepasst werden. Der Seitenantrieb sitzt in einem Gussgehäuse. Er besteht aus doppelt gelagerten, oberflächengehärteten Stirnrädern. Sie übertragen im Gegensatz zu Antriebsketten problemlos auch hohe Antriebskräfte. Der leichte Rotor LR wird serienmäßig mit Kegelrollen gelagerten Hohlscheiben ausgerüstet. Die sogenannten Zuführscheiben sind seitlich rechts und links am Rotor angebracht. Arbeitstiefe und Anstellwinkel sind steckerverstellbar. Mit ihnen kann bei der Saatbettbereitung eine mögliche seitliche Wallbildung vermieden werden. Bei der Stoppelbearbeitung sichern die Zuführscheiben eine über die gesamte Arbeitsbreite des Rotors gleichmäßige Lockerung des Bodens und Einmischung des Strohs. Um Kosten einzusparen, die Schlagkraft zu stärken und die Arbeitsqualität zu verbessern, können Rotoren mit vielen Geräten kombiniert werden. Zum Beispiel mit Drillmaschinen, die das Saatgut über Säerohre direkt in den Erdstrom ablegen. Ein Verfahren, das sich besonders für die Zwischenfruchtbestellung eignet.
Durch die Kombination eines Fräsrotors mit dem Sprosser, einem zwei- oder dreizinkigen Tieflockerungsgerät, können in einem Arbeitsgang Fahrgassen oder andere tiefliegende Verdichtungen gelockert und Ernterückstände flach eingemulcht werden. Der Einsatz eines Kurzgrubbers vor dem Rotor verbessert besonders auf schweren, abgetrockneten Böden die Lockerung und unterstützt das gleichmäßige Einmischen des Strohs. Diese pneumatische Aufbaudrillmaschine bietet eine hervorragende Kombinationsmöglichkeit. Der mit Zapfwellendurchtrieb und Satteldreieck ausgerüstete Rotor wird rückwärts unter die Drillmaschine gefahren und durch Anheben mit ihr gekoppelt. Nach Auflegen des Keilriemens für den Gebläseantrieb und Abnehmen der Abstellstützen ist die Sägekombination einsatzbereit. Der Einsatz des Fräsrotors RV mit vorgebauten Lockerern und einer Drillmaschine mit Scheibenscharen sichert ein gleichmäßiges, exaktes Einbringen des Saatgutes in die Mulchschicht bei gleichzeitiger tiefer Lockerung des Bodens. Drillmaschinen, die über Bodenräder angetrieben werden, können auf verschiedene Arten, zum Beispiel mit dem hydraulischen Hubgestänge Drilllift, an die Rotoren angebaut werden. Soll in einem Arbeitsgang gegrubbert, gemulcht und gedrillt werden, ist der Einsatz eines Frontgrubbers mit Rotor und Drillmaschine im Schlepperheck zu empfehlen. Es zeigt sich deutlich, Rabewerk-Zinkenrotoren sind Universalgeräte, die allen Anforderungen, die die Landwirtschaft an eine moderne Bodenbearbeitung stellt, gerecht werden. Rotoren vom Rabewerk. Eine Investition, die sich immer lohnt.